Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einem neuen TBTV Shortcut. Heute zeige ich euch mal die Action. Ja, die Action ist ein neues Printmagazin aus dem Hause AK Interactive oder relativ neu. Ich habe ja seit einigen Wochen angekündigt, dass ich euch das unbedingt mal zeigen möchte. Ja, die Firma AK Interactive stellt Weathering-Produkte her und natürlich die Real Color Farbenrange und jede Menge Acrylfarben und alles, was das Modellbauerherz begehrt. Und seit mehreren Jahren sind sie natürlich auch auf dem Tabletop-Markt vertreten. Und AK Interactive macht auch sehr, sehr, sehr hochwertige Print-Sachen. Also sie machen richtige Bücher, Magazine, und aber mehr im Modellbau, Dioramenbau, also der klassische Modell- und Dioramenbau. Und aber sehr, sehr hochwertige Bücher. Und die kosten teilweise auch richtig, richtig Geld. Also die haben jetzt ein Buch rausgebracht, für die Diorama-Series. Das liegt ungefähr, glaube ich, bei 60 Euro. Das ist natürlich eine ganze Stange Geld, aber das ist auch ein richtig dickes Lexikon. Und das ist wirklich richtig schick. Und jetzt versuchen sie natürlich noch mehr Fuß zu fassen auf dem Tabletop-Markt und haben sich gedacht, jetzt machen wir mal ein Magazin. Speziell für den Tabletop-Markt mit den Techniken, die wir im klassischen Modellbau und Dioramenbau eigentlich kennen, versuchen sie jetzt so ein bisschen mehr in den Tabletop-Markt einzubringen und versuchen das mit diesem Action-Magazin. Ja, das heißt, wir haben hier also tatsächlich viele Artikel drin, die für uns Tabletopper natürlich sehr interessant sind. Das heißt, hier angefangen von einer Bemalung für einen Predator-Panzer für Warhammer 40k oder wie pimpe ich ein Haus von TT Combat. Das ist auch wirklich beeindruckend. Über mehrere Seiten wird das dann hier erklärt. Ich zeige euch das gleich in der Nahansicht, bis wir dann ein Endergebnis haben, was dann so aussieht. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wir blättern das gleich mal in der Nahansicht durch. Aber es gibt ja auch zum Beispiel drin in der ersten Ausgabe ein Tutorial, wie man aus Draht einen Baum bastelt. Den dann auch entsprechend beflockt und so weiter. Oder aber für die Gaslands-Fraktion ist hier ein tolles Tutorial drin, auch wieder über mehrere Seiten, wie man seine Autos verrosten lässt. Also das ist wirklich richtig gut. Schritt für Schritt Anleitungen, welche Produkte wurden verwendet und wie wende ich diese Produkte an. Und das ist bei AK Interactive ja immer nicht ganz so einfach. Die haben unzählig viele Produkte und eigentlich weiß man so gar nicht so richtig, so als Endverbraucher, wenn man vor dem Regal steht und so, was mache ich denn damit eigentlich? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Inzwischen hat ja da AK auch extrem nachgebessert. Ihr findet auf der Webseite von denen jede Menge Tech-Sheets, das heißt, ihr könnt euch diese Tech-Sheets runterladen. Das sind meistens so 2, 3, 4 Seiten PDF. Die gibt es kostenlos zum Download und dort wird euch erklärt, wie ihr diese Produkte auch anwendet und wofür ihr diese Produkte auch anwendet. Des Weiteren gibt es auch jede Menge Videos inzwischen auf deren YouTube-Channel, wo sie euch einfach zeigen, wie man verschiedene Techniken und Materialien anwendet. Und da haben sie in den letzten Jahren auf jeden Fall richtig, richtig nachgebessert. Ja, und jetzt versuchen sie halt mit diesem neuen Magazin, Hochglanzmagazin, also wirklich qualitativ wirklich richtig gut, euch so ein paar Sachen näher zu bringen. Auch zum Beispiel der Bau eines einfachen Hügels mittels Korkrinde und einer sehr natürlichen Bemalung. Oder aber hier Weathering von einer Metallstartuhr. Auch nicht schlecht. Also alles Dinge, die wir im Tabletop-Bereich gebrauchen können und nicht zu überladen sind. Gerade im Modellbau ist es ja oft so, dass viele Dinge einfach sehr, sehr überladen sind, beziehungsweise es sieht nicht überladen aus. Es sind viele, viele Arbeitsschritte notwendig und diese Arbeitsschritte sieht man oft im Modellbau nicht. Gerade jetzt Dennis hier vom Berlin Basement versucht da auch das ein oder andere Modell jetzt mal im größeren Maßstab im Modellbau-Style zu machen. Und das ist schon sehr, sehr aufwendig, sieht natürlich im Endeffekt auch richtig, richtig gut aus. Falls ihr ihn auf Instagram verfolgt oder Facebook, schaut euch mal die Beiträge an, die sind richtig, richtig gut. Und jetzt versucht man natürlich das auch so ein bisschen im Tabletop, ja, so ein bisschen in gekürzter Version, nicht unbedingt Diorama-Style, aber halt für den Tabletop Standard gebräuchlich uns näher zu bringen. Und das finde ich sehr, sehr gut und das versuchen sie mit diesem Magazin. Ja, wie gesagt, das ist die Erstausgabe. Sie ist tatsächlich auch schon vergriffen. Also in Deutschland habe ich sie jetzt auch gar nicht mehr gesehen. Ich habe auch geguckt, ob ich sie beim Großhändler bestellen kann. Nein, es ist tatsächlich komplett vergriffen. Die zweite Ausgabe erwartet uns hoffentlich noch dieses Jahr. Hier gibt es auch schon ein kleines Preview. Und zwar geht es dort um Accessoires, um Buildings, um Vegetation.
und speziell auch so karibische Sachen. Also auch für Freebooters fällt und wahrscheinlich sehr interessant. Ja, zum Preis. Das Magazin kostet 8 Euro und das ist es definitiv wert. Also 8 Euro ist nicht zu viel für so ein krasses Hochglanzmagazin. Wir haben super viele Farbfotos, wir haben hier Tutorials drin und das ist einfach auch wirklich gerade Tutorials, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das ist einfach richtig Geld wert und da finde ich 8 Euro einfach nicht zu viel. Und es ist tatsächlich, ja, es gibt zwei Printmagazine am Markt für den Tabletop-Bereich. Das ist einmal der Tabletop Insider und es ist jetzt das neue Action-Magazin. Und ich muss sagen, das Action-Magazin gefällt mir weitaus besser wie der Tabletop Insider. Der Tabletop Insider ist, das mag daran liegen, dass vielleicht nicht meine Themen drin sind. Der Tabletop Insider ist sehr, ist immer viel Infinity, Freebooters Fate, Drop Zone Commander. Das sind alle Spiele, die interessieren mich einfach nicht. Und sie ist immer, der Tabletop Insider ist immer so ein bisschen veraltet, wie ich finde. Ich will jetzt nichts Schlechtes gegen den Tabletop Insider sagen, die machen klasse Arbeit, auch das Artwork gefällt mir richtig gut. Aber es ist für mich, es ist nicht mein Magazin. Und da habe ich jetzt was Neues für mich entdeckt, das ist die Action, das ist einfach mein Magazin. Wir haben hier noch keinen historischen Teil in dem Sinne drin, aber wir arbeiten natürlich mit Techniken, die im historischen Modellbau angewendet werden und die ich halt auch kenne. Und von daher ist es einfach für mich so, okay, das gefällt mir, das finde ich richtig gut. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug erzählt. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein. So, ich werde das jetzt auch nur mal kurz durchblättern in einem Schnelldurchlauf. Nicht, dass dann einer kommt mit, Copyright und ich drucke mir das aus und kopiere mir das und mache Screenshots und. Ihr wisst ja, wie das ist. Ja, also ihr solltet euch, solltet das Geld investieren, wer sich dafür interessiert. 8 Euro ist meiner Meinung nach nicht zu viel für so ein Hochglanzmagazin. Aber leider ist die Erstausgabe aktuell vergriffen. Vielleicht gibt es aber nochmal Nachdruck und ansonsten fangt ihr mit der zweiten Ausgabe an. Ja, dann legen wir nochmal direkt los. Klar, Umschlagseiten sind immer mit Werbung versehen. Editorial, wie es sich gehört, einem bebilderten Inhaltsverzeichnis. Finde ich immer ganz gut, wenn so ein Inhaltsverzeichnis bebildert ist. Das weckt schon mal so ein bisschen noch mehr Interesse. Und auf den ersten Seiten haben wir so ein paar News. Das finde ich auch ganz gut. Was gibt es eigentlich im Tabletop-Bereich so neue Sachen? Das ist hier Tabletop World zum Beispiel. Wir haben hier Green Stuff World. Auch hier natürlich ein bisschen Werbung drin. Multiverse Gaming haben wir euch mal vorgestellt. Und hier geht es dann auch schon los mit dem ersten Tutorial. Und zwar, wie baue ich einen Baum? Das mache ich jetzt ganz schnell, damit ihr das nicht kopieren könnt, sondern ihr das Magazin kaufen müsst. Haha. Nein, natürlich nicht. Ich wollte euch nur mal einen kleinen Einblick vermitteln, dass es wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Magazin ist und es sich wirklich lohnt. Hier haben wir dann das Tutorial einer verwitterten Statue mit so einer Patina überzogen. Das sieht auch toll aus. Weiter geht's zur Gaslands-Fraktion. Wie pimpe ich mein Auto, beziehungsweise nicht pimpe ich mein Auto, sondern wie verroste ich mein Auto und lasse es richtig abgefuckt aussehen. Hier kommen wir jetzt auch direkt zu dem angesprochenen TT Combat Haus. Ja, finde ich natürlich auch super, dass man dort einfach auch mit Sachen arbeitet, die wir halt im Moment auch aktuell verwenden. Das ist gerade TT Combat ist einfach im Gespräch. Gaslands ist eine Sache, die ist auch recht aktuell. Und hier wird einfach mal gezeigt, wie man aus so einem TT Combat Haus wirklich alles rausholt. Und hier wird einfach quasi nur dieser MDF-Bausatz als Grundlage verwendet und dann wird das komplett neu aufgezogen. Die haben hier neue Paneelen aufgezogen, das Dach wird neu gemacht. Also es ist wirklich als TT Combat House, so wie ihr es hier seht, nicht mehr wiederzuerkennen und das ist wirklich richtig gut. Und auch hier wird einfach gezeigt, okay, die einzelnen Arbeitsschritte, wie wird das gemacht, wie funktioniert das, was kann ich dafür verwenden. Ja, dann geht es auch schon direkt in die 40k-Fraktion. Auch das ist natürlich ein Thema. Airbrush-Bemalung von einem 40k-Fahrzeug bzw. Verwitterung von einem 40k-Fahrzeug. Und das ist für mich auch ein richtig schönes Beispiel, wie sowas aussehen sollte. Na klar, wir erkennen hier ganz klar diesen Airbrush-Effekt. Es ist alles ein bisschen heller, aber ich mag die Verwitterung. Und ich mag, es gibt nichts Schlimmeres wie ein super sauberer 40k-Panzer. Geht gar nicht und man sieht es öfters mal, dass die dann einfach so im fertigen Zustand aussehen. Aber nein, so ein Panzer muss einfach richtig dreckig und verrostet sein und nein, nicht unbedingt verrostet, aber das Ding muss einfach, ja, das muss aussehen, als würde es halt auch schon einfach viele, viele Jahre ja, im Krieg gefangen sein und genau das, finde ich, haben sie hier sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, weiter geht's mit Verwitterung von Frachtcontainern. Und zum Schluss haben wir noch
Hier zum Beispiel ein sehr interessantes Szenario. Wir haben hier ein Szenario für Bolt Action zum Beispiel. Und zwar das Szenario aus dem Kelly's Heroes Film. Wer kennt es nicht mit den drei Tigern, die da im Dorf stehen? Sehr, sehr cool gelöst. Und finde ich gut, dass sie hier einfach auch noch so ein paar Szenarien und Sonderregeln einfach mit abgedruckt haben. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das auf die nächsten Ausgaben umschlägt. Das kann ein wirklich richtig tolles Magazin werden. Ja, die Action. Also ein wirklich sehr, sehr hochwertiges Magazin. Ihr habt es eben gesehen. Wirklich toll bebildert. Viele, viele große Bilder drin. Farbbilder natürlich auch vor allem. Und ja, das auf einem richtig guten Papier gedruckt. Fühlt sich auf jeden Fall richtig wertig an. Und für mich jetzt absolut das Printmagazin Nummer 1. Gut, das ist nicht schwierig. Es gibt nicht viele im Moment am Markt. Ich finde es mutig, dass AK da auch den Schritt noch in dieses Printgeschäft wagt. Aber AK macht einfach auch, in den letzten Jahren haben die einfach sehr, sehr hochwertiges Zeug gemacht. Es gibt auch das Tanker Magazine zum Beispiel. Oder das Weathering Magazine gibt es ja auch. Das war, glaube ich, von MIG. Und auch das sind sehr, sehr hochwertige Printmedien. Und ja, sie scheinen Erfolg damit zu haben. Ich bin gespannt, wie dieses Action-Magazin ankommt. Es ist natürlich in englischer Sprache, aber die Wargames, ach, ich habe die Wargames Illustrated vergessen. Die Wargames Illustrated ist natürlich auch ein richtig gutes Magazin. Gut, die Wargames Illustrated ist dann tatsächlich für mich immer noch die Nummer 1. Danach folgt dann die Action und dann kommt dann der Tabletop Insider. Aber die Wargames Illustrated ist natürlich auch noch ein bisschen dicker. Und behandelt auch nochmal ganz, ganz andere Bereiche. Das ist einfach auch ein Tutorial-Magazin. Die Wargames Illustrated hat viele Spielberichte, viele Szenarien und so weiter enthalten. Inzwischen aber auch sehr, sehr viel Werbung. Und das Action-Magazin ist einfach ein richtig tolles Tutorial-Magazin im Geländebau sowie auch im Modellbaubereich. Ja, das war's zum Action-Magazin. Wie gesagt, Erstausgabe ist vergriffen. Ich versuche auf jeden Fall nochmal daran zu kommen. Ansonsten gibt es ja dann hoffentlich bald die Zweitausgabe und die solltet ihr euch alle mal anschauen. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall, halt euch auf dem Laufenden, wenn die Zweitausgabe da ist, dann schauen wir da auf jeden Fall nochmal rein. Und das war's auch schon. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss.